Patrick Wolferstetter, Teaching Pro der PGA of Germany, Mitglied des Golf-Total-Expertenteams. Seine Spezialität, der Einsatz von innovativen Trainingshilfen. Kommen wir zum Chip. Der Chip ist ein flacher Annäherungsschlag und viele verwechseln den Chip mit einem hohen Annäherungsschlag und verwenden dadurch sehr oft das Sandwich. Das ist der komplett falsche Schläger. Sie können gerne mal einen Selbstversuch machen. Nehmen Sie einen Ball, versuchen Sie ihn zu werfen, einmal hoch zu werfen und einmal ihn flach hinrollen zu lassen. Was lernen wir daraus? Das Sandwich ist nicht der richtige Schläger für den Chip. Wir benötigen einen Schläger mit wenig Loft. Am besten ein Eisen 8 oder ein Eisen 9 ist ein perfekter Schläger für den Chip. Kommen wir jetzt ganz kurz zur Technik. Die Technik beim Chip ist nicht sehr schwer. Trotz allem sollte man ein paar Dinge beachten. Punkt 1, wir haben einen sehr engen Stand. Punkt 2, die Hände sind ein wenig kürzer am Griff. Die Ballposition ist leicht rechts von der Mitte, kann aber auch mittig gespielt werden. Die Hände sind leicht vorm Ball und wir machen eine Einhebelbewegung. Das heißt, die Handgelenke sind nicht aktiv. Ganz wichtig ist, dass wir im Treffmoment mit den Handgelenken vor dem Ball sind. Ich mache einen Chip jetzt mal vor. Man sieht jetzt sehr schön, dass meine Hände immer noch nach dem Treffmoment vor dem Ball sind. Ein Tipp von mir: Der Griffdruck ist normalerweise bei Amateuren zu fest. Das bedeutet, dass der Schläger oft gelöffelt wird. Wenn wir den Griff so ein wenig leichter greifen würden, können wir die Hände deutlich leichter vor den Ball bekommen, wie wir hier sehr schön sehen. Noch eine Übung. Von Logical Golf gibt es ein Tool, eine Schlaufe, sogenannte Braces, die wir um den linken Ellenbogen legen können. Das sieht man hier sehr schön. Dieses Band gibt Widerstand. Und wir versuchen, erstmal in die Ansprechposition einzunehmen, wir versuchen, gegen den Widerstand zu arbeiten. Wir werden dann sehr schön merken, dass die Hände sich gezwungen sind, vor den Ball zu kommen. Und wenn Sie das öfters machen, kriegen Sie ein besseres Gefühl, wie die Hände sich vor dem Ball beim Chip bewegen. Alle Videos können Sie auch auf unserer Website golftotal.de und unserem YouTube-Channel jederzeit und überall abrufen. Bitte beachten Sie auch unseren neu gestalteten Facebook-Auftritt von Golf Total. Freunde sind jederzeit herzlich willkommen.